Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Get a Snack at 4 AM. In dem Video versuche ich jetzt nochmal alle Endings, die wir noch nicht haben, zusammenzubringen. Und ich habe herausgefunden, es gibt noch sehr viele Endings. Dieses Trophäenschelf hier ist noch lange nicht alles. Ich gehe jetzt erstmal in den Flur und mir wurden inzwischen ein paar Dinge gesagt. Deswegen weiß ich so grob, was es noch für Endings gibt, aber wir müssen noch einiges herausfinden. Mir wurde auch gesagt, mit den Chips kann ich noch weitere Sachen machen, außer sie einmal essen. Ich gehe einfach mal mit den Chips in mein Zimmer. Vielleicht kann ich da noch irgendwas mit den Chips machen, weil wenn ich persönlich nachts um 4 Uhr morgens mir Chips aus der Küche hole, dann gehe ich eigentlich zurück in mein Zimmer, um sie zu essen. Erstmal hier die Ticks pick-upen. Guck mal, da draußen ist der Mond. Wunderschön. Es ist 4:15 Uhr und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir hier jetzt machen können. Da unten, das Vorschaubild ist einfach der Dummy. Alles klar. Ja, wir essen die Chips einfach. Was soll schon Schlimmes passieren? Ja, go to bed before Dad wakes up. Stimmt, ich muss ja zu Dad zurückgehen, nachdem ich gegessen habe. Aber diesmal kann er mich gar nicht abfangen, weil ich schon in meinem Zimmer bin. Ending, sleep. I successfully went to sleep. Nice. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das letzte Mal ist es ja nur schlecht geendet, weil ich von meinem Vater abgefangen wurde. Gut. Ja, gucken wir mal, was wir jetzt noch so alles machen können. Ich würde ja sagen, was passiert eigentlich, wenn man die Chips auf den Herd stellt? Yummy! Den Herd anmacht. Ich meine, okay, es wird auf einmal rot. War das beim letzten Mal auch so vielleicht? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ich meine, man konnte Eier kochen und daraus wurde dann was? Was passiert, wenn ich jetzt die Chips koche? Was passiert? Please, sag mir, was passiert. Oh, ich kann den Herd nicht mehr ausmachen. Daddy? Daddy? Ich hol kurz Papa. Einen Augenblick. Ich kann hier nicht mehr reingehen. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich mach mal das Licht an. Ah, hier, ich kann auch Items placen. Oh, huch! Was ist, wenn ich jetzt die Ordinary Orange aufpicke? Ich sollte es vielleicht nicht tun. Wo ist hier eigentlich der Feuermelder? Das ist eine Lampe. Ah, ich bin tot. Hausfeuer. Nice. Also Leute, packt niemals eine Packung Chips auf den Herd. Retry. Okay, ich versuche jetzt einfach mal die Sachen, also das perfekte Frühstück zu machen. Dafür müssen wir ja so viel Geld sammeln, wie es geht, damit wir so schnell es geht auch alle Sachen kaufen können, die wir kaufen müssen. Und ich weiß jetzt auch, ich darf die Sachen nicht zu lange auf dem Herd lassen, weil sonst catch das Hausfeuer, also brauche ich gar nicht erst versuchen, das Ei auf dem Herd abzulegen. Das endet schlecht. Also wir sprinten jetzt rüber, weil wir wissen ja noch aus dem letzten Part, eigentlich kann man doch schon beide Sachen kaufen. Ich habe einfach nur zu lange gebraucht. So, jetzt holen wir uns erstmal den Orange Juice. Stellen ihn hier hin. Sorry. Ich habe E statt F gedrückt. Ja, ich möchte kaufen. $30, kein Problem. Kann ich kaufen. Machen wir. Thanks. Okay, Orange Juice bringe ich jetzt schnell nach Hause. Ganz schnell. Ich dachte gerade, da steht jemand vor dem Haus. Ich hatte kurz Angst. Aber es ist nur der Briefkasten, Gott sei Dank. So, Orangensaft placen wir jetzt. Okay, Orangensaft auf den Teller. Warum denn auch nicht? Dann packen wir das Ei einfach auf die Stelle, wo der Orangensaft hin soll. Und wir holen uns Eier. Und für Eier brauche ich nochmal ein bisschen mehr Geld. Ich hoffe, hier liegt nochmal irgendwo was. Da vorne liegt noch ein bisschen was. Ich brauche nämlich 25 dafür. Perfekt. Perfekt. So, ich habe noch 276 Sekunden. Also, wie ich beim letzten Mal so lange brauchte, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, möchte ich haben. Tschüss. Es hat einfach funktioniert. Ich habe einfach eingekauft. Ich habe beim letzten Mal so lange gebraucht. Wie kann das sein, dass ich beim letzten Mal es geschafft habe, so lange zu warten? Ah. Gut, wir nehmen jetzt dieses Ei, packen das Ei auf den Herd und machen den Herd an. Meint ihr, das macht einen Unterschied, ob ich das Ei hier hinpacke und so oder hier hinpacke? Ach, wir machen das einfach. So, wir haben ein Ei. Wir packen das Ei jetzt hier rauf. Das hat scheinbar funktioniert. Nice. Nom. Perfect breakfast. You put them in the wrong spot. But it's still perfect breakfast. Dankeschön. Schön, das Spiel weiß das sogar. Gut. Mit unlocked in the freezer, set the house on fire, stole from the store. Aber es scheint ja immer noch bessere Sachen zu geben. Ich überlege gerade, dass hier, die sehen aus wie Gold und das sieht aus wie Bronze und da steht Bad Breakfast. Ultra Death, Toothpaste. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich andere Sachen da drauf platziere. Ich meine, so eine Colgate kann man sich doch immer mal gönnen. Nehmen wir einfach mal die hier und die dann hier hin. Das hat scheinbar auch funktioniert. Nice! Hä, als ob der für jede Kombination ein Ending hat. Was ist das? Ending? Breakfast? Fragezeichen. Okay. Whatever this is, it's not a breakfast. Okay, na gut. Okay, wenn man irgendwas Komisches platziert, dann, kriegt man halt so ein Ending. Alles gut. So, ich würde sagen, jetzt versuchen wir einfach mal Dad aufzuwecken. Das habe ich mich ja die ersten Male gar nicht getraut, aber jetzt machen wir das einfach mal. No. Ich wurde aus dem Spiel gekickt. Okay, Dad möchte nicht geweckt werden. Ich merke schon. Dad möchte nicht gekickt werden. Dann nehme ich jetzt mal wieder ein bisschen Geld mit. Aber Leute, es wird Zeit. Es wird Zeit, die Sodas in den Automaten zu stecken. Und ich muss doch gucken, was ich mit der Waffe machen kann. Stimmt. Aber jetzt erstmal. Hier liegt schon wieder Geld. Liegt hier wieder Geld? Nein. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und auch das nehmen wir mit. So viel mehr können wir nicht machen. Aber wir nehmen jetzt erstmal diese Soda hier mit. Und stecken sie in den Automaten rein. Ich weiß nicht, wie viel ich in den Automaten stecken soll. Ich packe da jetzt einfach so viel Soda rein, wie geht. Wir können unten das Geld noch mitnehmen. Und
Insta-Zauder. 0 von 8. Ach so, okay. Also kann man... Okay, mal gucken, ob wir 8 zusammenkriegen. Ich hoffe, da kann man genug im Store kaufen. Ah ja, stimmt. Der liegt ja überall so da rum. Ey, guck mal, der chillt jetzt richtig. Der hat gar nicht mehr den Kopf auf dem Tresen, wie beim letzten Mal. So, die Soda nehmen wir jetzt. Und rein in den Automaten. Und der blinkt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, den Automaten zu füttern. Aber wir machen das jetzt einfach mal. $5, jo. Nehme ich. Viel Spaß damit, Automat. Der blinkt immer schneller. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Automaten. Aber was soll so ein Automat schon anstellen, ne? Ich werde hier arm. $15 für so eine... Soda. This Bloxy Cola ist $5. Okay, $5 geht klar. Aber 15 für eine Rich Brew? Die wollen mich arm machen. Ey, das will ich auch kaufen. Ich habe noch 200 Sekunden. Easy. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Es sei denn, mir geht das Geld aus. So, noch zwei Colas oder zwei Sodas, die ich reinstecken muss. Und hier sind zufälligerweise noch zwei Sodas. Was für ein Zufall. Ich kaufe und ich packe sie in den Automaten. So, eine Soda fehlt noch. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Komm, die Tür machen wir wieder zu. Stellen das Ding hier hin. $15 nehme ich... Habe ich es jetzt gekauft? Also, ich habe schon gekauft. Okay, ich habe es kurz nicht mitbekommen. Ich hatte kurz Angst. Die flackert ziemlich schnell. Wir packen sie jetzt einfach rein. Und jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. The Vending Machine seems happy. Oh, sie ist glücklich. Wie schön. Okay, das war's dann. Ich habe sie einfach nur glücklich gemacht. Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht. Irgendwie sieht's draußen jetzt ein bisschen bedrohlicher aus, findet ihr nicht? Ah, hier kann ich noch ein bisschen Geld mitnehmen. Wie schön. Das Geld nehmen wir auch noch mit. Das Geld hier auch. Und wir könnten den Orb noch anfassen, aber keine Ahnung. Den Orb will ich mir auch noch aufheben. Ich bin der Meinung, da muss doch jetzt noch irgendwas mit dieser Vending Machine passieren, oder nicht? Na gut. Aber es kann doch nicht sein, dass das jetzt alles war. Also ich habe jetzt auch nicht genug Geld, um jetzt noch die Waffe aufzuheben. Ich guck noch mal zurück zu der. Ich guck jetzt noch mal zurück. Steht da was drauf? Ich könnte schwören, da stand eben was drauf. Okay, ich gehe jetzt nochmal zurück zur Vending Machine. Mach hier wieder Licht an. Irgendwas muss doch mit der sein. Ich spreche nochmal mit dem Kassierer. Der wird doch wissen, was mit der Vending Machine nicht stimmt. Aber guck mal, wie man die flackern sieht, schon vom Weiten. Dann haben wir hier so ein Auto. This is my car. Achso, vom Kassierer. Wie schön. Wisst ihr was? Ich warte jetzt einfach, bis der Kassierer Pause hat. Dann kann ich ja mal mit ihm darüber talken. How did... Was stand da eben? Da stand gerade eben irgendwas. Och Mensch, jetzt kann ich das erst sehen, wenn ich das Video schneide. Aha. Ja, ich habe nichts platziert. Aber wir warten jetzt noch die paar Sekunden, bis du in der Pause bist. Dann kann man vielleicht ordentlich mit dir talken. Ist jetzt vielleicht hier irgendwas im Freezer? Ah ja, hier kann man ja auch erst dann rein, wenn du in der Pause bist. Oh, warte mal. Ich kann das Ding hier anklicken. Was ist, wenn ich was aus der Kasse stehle? Oh, das werde ich auch gleich nochmal machen. Ich werde gleich nochmal gucken, ob ich was aus der Kasse stehlen kann. Das wäre doch so episch. So, noch 17 Sekunden bis zu deiner Pause. Ist das nicht schön? Guck mal, wie er chillt. Und diesem Orb traue ich immer noch nicht. Okay, du hast Pause. Hallo? Okay, er geht jetzt raus. Jetzt kann ich doch mit dir talken. Hey, okay, er sagt seinen Standardtext. Also er bemerkt auch nicht, dass die Vending-Maschine hier gerade flackert. Dann ist das wohl so. Gut, keine Ahnung. Wir haben die Vending-Maschine glücklich gemacht. Ich gehe jetzt zu dem blöden Orb. Gucken wir mal, was der Orb mit einem macht. Hallo Orb. Wie viel Timeless-Shifting? Timeline-Shifting? Timeline-Shifting? Was für Timelines? Also was ist jetzt, wenn ich hier rausgehe? Ist das dann Diebstahl? Der Orb ist disappeared. Warte, was ist, wenn ich wieder reingehe? Jetzt ist hier kein Orb mehr. Der Orb ist komplett weg. Hä? Was hat der Orb jetzt gemacht? Ich habe Angst. Ich gehe nicht in den Freezer rein. Da bin ich ja dann eingesperrt. Ich gehe einfach mal nach Hause. Irgendwas wird der Orb doch gemacht haben. Hä? Ist der Orb hier vielleicht? Please? Hallo? Ich habe echt keine Ahnung, was der Orb jetzt gemacht hat. Ich habe immer noch nichts gegessen. So, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal hier überall. Oh, warte, hier dauert das ein bisschen. Was ist, wenn ich Licht anmache, wo Papa schläft? Ja! Okay, ich sollte bei Papa kein Licht anmachen. When the imposter is... Ich wollte gerade sagen, stell dir vor, dein Vater tötet dich einfach, während du ihn aufwachst. Was macht die Vending Machine jetzt hier? Hallo? Ey, Soda kostet jetzt nur noch $1. Dankeschön, Vending Machine. Da kaufe ich mir doch zwei. Die schmeiße ich weg. Ich will nämlich dieses Soda haben. Was ist das hier? Okay, ich habe jetzt einen so Note gefunden. Hä, hat das was mit dem Orb zu tun? Haben sich hier jetzt noch andere Sachen geändert? Die Vending Machine ist jetzt da, weil ich sie glücklich gemacht habe. Und die Knarre ist noch da. Ich versuche jetzt die Knarre aufzuheben, oder? Oder ich kaufe die Vending Machine leer. Komm, ich kaufe die Vending Machine leer. Witch Brew. Yeah. Ich kriege einfach meine Sodas zurück. Aber was ist, wenn die Vending Machine dann unglücklich wird, weil sie keine Sodas mehr hat? Okay, ich kaufe jetzt die letzte Soda. Und die Vending Machine... Okay, jetzt ist sie aus. Ich trinke mal eine. Und interagiere. Ran out of Sodas. Okay, okay. Sonst ist da nichts passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt irgendwas angestoßen haben. Jede Timeline hat verschiedene solcher Nachrichten. Das hier ist jetzt eine Timeline. Das bedeutet, ich kann hier auch nur eine so einer Nachrichten finden. Was für Timelines? Please. Oh, jetzt kriege ich auch nicht mehr genug Geld zusammen für die Knarre. Ich gucke jetzt nochmal nach dem Orb, was mit dem los ist. Ist was im Kühlschrank gelandet? Nee. Was ist das? Konnte man vorher hier schon reingehen? Hello. Oh, hello up there. Don't worry. I don't need saving or anything. But I do get hungry and thirsty sometimes. Hey, while you're up there, could you maybe send me some stuff? More preferably sodas. 10 of them. This sewer water is, yeah. Right. Sodas could like pour them down here. 10 of them. Thanks. Oh, okay. Also der möchte, dass ich die Sodas runterkippe. Aber er möchte 10 Sodas. Und ich habe ja jetzt schon... Ich konnte... Da hinten kann man 7 kaufen. Hier findet man eine.
Jetzt habe ich da in dem Automaten 8 gehabt. Die habe ich aber alle weggeworfen. Ich gebe ihnen einfach mal eine. Thanks. Just 9 more sodas. Thanks for this, by the way. Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das im nächsten Zug. Ich gucke jetzt noch einmal nach dem Orb und dann werden wir beim nächsten Mal gucken, ob ich ihm 10 Sodas runterkippen kann. Digga, einfach so Multi-Timeline. Dinger. Da ist ein Item. Der Orb ist wieder da. Hallo Orb. Darf ich den kaufen? Okay, der Orb ist unbezahlbar. Ich bezahle. You don't have enough cash. Okay, ich kann den Orb nicht kaufen. Das ist schade. Was ist, wenn ich jetzt hier einfach ranklicke? Please. Warte, ich kann das Ding öffnen, aber kann ich nichts rausnehmen oder wie? Kann ich hier irgendwas eintippen? Please. Der sagt auch nichts dazu, dass ich was an seiner Kasse mache, ne? Also ich kann das Ding hier öffnen, indem ich hier raufklicke und schließen, indem ich darauf klicke. Was ist, wenn ich jetzt sage, nee, da passiert gar nichts. Sie ist nicht bedienbar. Hallo, please. Ja, ich habe nicht genug Money. Okay, wenn ich nicht genug Money habe, dann... Dann warte ich einfach... Nee, komm, ich nehme den einfach mit. Tschüss. Okay, der Orb ist wieder disappeared. Hier bei der Vending Machine steht jetzt... Thank you, unterliegt Geld. Oh, gar nicht mal wenig Geld lag da. Ui, Memo. Ey, mit dem Geld und dem Geld und dem Geld sollten wir doch in der Lage sein. Vielleicht kriegen wir die 100 zusammen. Aber nee, ich glaube, ich habe jetzt schon alles Geld aufgesammelt, das man aufsammeln kann, oder? Okay, der Typ kommt jetzt raus. Ich kann ihn abfangen. Ja, er kommt raus. Jetzt ist er hier. Okay, er spricht immer seinen selben Spruch. So ein Doofkopf. Ey, ich bring dir keine Sodas. No item. Ist in Ordnung. Hello? Da stand jetzt schon wieder Hello. Ich bin wirklich der... Ich muss gerade dieses ganze Haus durchsuchen. Ich bin der Meinung, hier liegt irgendwas. Was macht da eigentlich ein Kopf im Kühlschrank? Ich nehme jetzt die Chips. Jetzt zurück in mein Zimmer. Hier ist alles noch relativ normal. Ich esse jetzt die Chips. Hier ist jetzt die Chips. Und dann machen wir den nächsten Run mit der Knarre. Nein, mit den Sodas. Mit den Sodas. Oh, zum Bett gehen dauert jetzt ziemlich lange. War das beim letzten Mal auch so? Scheinbar. Oh, das habe ich geschafft. Ran out of Sodas? Nein! Das heißt, die Sodas, die ich da jetzt bekommen habe, das war's? Und die Notiz hier ist jetzt auch weg. Hier bei Dad ist auch gerade nichts Neues zu finden. Ich hoffe, der merkt sich da unten einfach, wie viele Sodas ich ihm schon reingekippt habe. Mal wenn nicht, dann habe ich ja eigentlich alle meine Chancen jetzt verspielt. Gut, wir gehen jetzt los, kippen dir nochmal eine Soda nach da unten und holen uns welche vom Store. Los geht's. Okay, er sagt wieder seinen Dialog. Altplay. Okay. Ich kann diesen Dialog nicht langsamer spielen. Schneller spielen. Da oben steht immer Autoplaying-Dialog, aber er macht's nicht schneller. Doch, er macht's ein bisschen schneller. No item. Hey, meine Soda ist jetzt weg. Oh, habe ich gerade die Soda aufgetrunken? Ausgetrunken, das kann sein. Aber hier liegt jetzt immer noch Geld. Gut, ich habe 86 Cash. Gut, ich habe jetzt die Soda gekauft. Geh jetzt zu dem Ding. Oh, hier. Paper, remember. Okay, ich remember mich an dieses Papier. Alles gut. Ich glaube, die Dinger liegen wirklich an den Orbs. Thanks. Oh, er braucht 9 mehr. Ich kann keine 9 mehr holen. Es gibt nur 8 in dieser Welt. Wie soll ich das jemals schaffen? Ich glaube, ich habe mir das für immer verspielt, oder? Ich versuch's jetzt. Ich beeil mich. Vielleicht kann man ja irgendwo noch welche rausholen. Warum habe ich die Sodas alle weggekippt? Warum habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man die vielleicht noch gebrauchen könnte? Noch 8 weitere. Okay. So, jetzt noch 7 weitere. Und die sind immer teurer, ne? Jetzt kostet es 18 Dollar? Warum kosten die Dinger jetzt 18 Dollar? Das waren noch 15 beim letzten Mal. Habe ich mich gerade verguckt. Werde ich hier abgezogen? Okay, 6 weitere noch. 99 Cent steht da. Du willst mich verarschen, oder? Jetzt sind es 15 Dollar. Okay, 15 Dollar kann ich auch leben. So, jetzt noch 5 weitere. Und das sind einfach keine 5 weiteren. Ich habe einfach versagt. Was auch immer ich kriege, wenn ich da alles runtergekippt habe. Ich werde es wahrscheinlich niemals kriegen, oder? Ich habe keine Ahnung. Wo kriege ich denn noch mehr Sodas her? Noch 4 weitere. So, gekauft. So, jetzt noch 3 weitere. Das ist... Was stand da denn jetzt schon wieder? Ah, hör auf, das zu machen. Ich weiß nie, was da steht. Und ich weiß auch nie nicht, woher ich noch was kriegen soll. Ich könnte höchstens noch diesen hier mitnehmen. Und ich klaue mir jetzt noch ein bisschen Geld, damit ich mir wenigstens den Orangensaft noch leisten kann. Ich nehme auch... Den Orb kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ich kaufe erstmal das hier, bevor es zu spät ist. 30 Dollar, ja. Danke. Not a soda. Ah, ich trinke dann einfach den O-Saft. Danke. Guck mal, hier sind überall leere Sodas. Die kann ich nicht mitnehmen. Ich kann dir nur Sachen wegwerfen. Komm, ich nehme jetzt diesen Orb. Und weil ich nicht genug Sodas von dir bekomme, hier oben, hier ist halt nirgendwo mehr was drin. Es ist alles ausverkauft. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Ich warte jetzt noch, bis deine Pause beginnt. So, du bist jetzt in der Pause. Ich gehe jetzt ran an deine Kasse. Kann ich jetzt vielleicht was rausnehmen? Nee, schade, leider nicht. Aber ich gehe jetzt hier rein, weil ich habe ja den Orb dabei. Vielleicht macht er ja was. Der Orb verschwindet nicht, wenn ich hier hingehe. Und hier steht überall Push und ich kann nichts drücken. Ich wünschte, ich könnte hier irgendwas drücken. We hope you enjoy your stay. Alles klar, Bruder. Kann ich irgendwas machen, damit ich das ja noch überlebe? Kann ich hier die Sodas mitnehmen? Please? Warum ist hier eine Banane an die Wand getackert? Das ist Kunst. Das ist Kunst. Hallo, Kamera. Ich habe hier ein Orb. Ich kann den Orb auch nicht benutzen. Die Schokolade kann ich nicht mitnehmen. Kann ja aus den Regalen nichts mitnehmen. Der Automat ist out of order. Da oben ist ein Ausgang, den ich nicht benutzen kann. Oder? Oder? Please? Nein, ich komme da nicht raus. Ich kann hier auch nichts machen. Na gut, dann werde ich jetzt wohl erfrieren, weil was anderes ist scheinbar nicht möglich. Do not consume in cold temperatures. Habe ich auch nicht vor. Man kann einfach die Regale hochklettern, aber nicht die Leiter. Das ist einfach eine Nintendo Switch. Oh mein Gott. Baby, don't stay for too long. Ja, okay, dann gehen wir jetzt zurück. Oh nein, es geht nicht. Wer hätte es gedacht? It's locked. We hope you enjoy your stay. Und ich bin tot. Bitte sag mir, dass du Sodas hast. Warum hast du keine mehr? Okay, wir versuchen jetzt das mit der Waffe.
Das mit den Sodas ist verlorene Sache. Das kriegen wir nie wieder hin. Aber wenn ich jetzt hier einfach alles Geld aufhebe und kein Geld einsammle, kein Geld ausgebe, dann kann ich die Waffe aufheben. Dann gucken wir einfach mal, was mit der Waffe passiert. Geld, Geld. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Okay, danke, Bro. Wir remembern uns einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Dinger immer erscheinen, jetzt, wo ich den Orb einmal aufgesammelt habe, oder sie immer nur dann erscheinen, wenn ich jedes Mal den Orb aufsammle. Aber nee, beim letzten Mal ist der Orb ja gar nicht disappeared, weil ich mit dem Orb gestorben bin. Komm, ich pour da jetzt noch einmal eine Soda runter. Ja, machen wir. Ja, nein, more Sodas, habe ich mir gedacht. Dann wird daraus nichts. Es gibt nämlich keine 10 Sodas in diesem Spiel, weil ich so blöd war und den Automaten leer gekauft habe. Jetzt haben wir 74 Cash. Jetzt haben wir 86 Cash. Ich glaube auch, das Cash, das da liegt, das lag da schon vorher und ich habe mich einfach nur nicht erinnert. Jetzt haben wir das hier, das hier, das hier. 99 Cash? Ich habe irgendwo was übersehen. Aber egal, den Orb nehme ich mit, das ist meiner. Wie kann ich nur 99 Cash haben, hä? Hier liegt überall nichts mehr. Kein Cash mehr. Da muss im Haus noch irgendwo Cash sein. Da habe ich irgendwo Cash übersehen. Ach hier, auf der Bank. 100. So, dann gehen wir jetzt ins Badezimmer und holen uns die Knarre von Papa. Und das dauert wieder richtig lange. Okay, genug Autotune. Ja, während ich hier die Waffe auflade, habt ihr denn schon... krieg ich das hin mit 2, please? Habt ihr schon das Video geliked? Und den Kanal abonniert? Falls nicht, dann wäre das jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Und seid ihr auch schon auf meinem Discord-Server drauf? Weil, falls nicht, dann wäre das jetzt der beste Zeitpunkt, um zu joinen. Und ich hab sie fast. Just kidding, the gun wasn't even real, lol. Was? Wofür mache ich mir die Mühe? Wofür habe ich 100 Geld gesammelt und so lange das 2-mal aufgesammelt? Ach, nein. Nein, das sehe ich nicht ein. Ich bin reich. Ich bin reich. Ich bin jetzt Osaf und Zahnpasta. Ich habe alle Endings. Ist mir egal, ob ich das da in der Kanalisation nicht schaffe. Ich schaffe das einfach nicht. Dann ist das so. Ich kaufe mir jetzt hier Osaf. Ich will den Osaf haben. Ich will jetzt. So, und wir gönnen uns jetzt Osaf und Zahnpasta. Der Typ sagte, ich soll zurückkommen, wenn ich alle Endings habe. Und das sind jetzt alle Endings. Das in der Untergrund kriegt man nämlich nicht hin. So, wir nehmen jetzt Ursaft. Und Zahnpasta. Nom, nom, nom. Esst keine Zahnpasta, Kinder, sonst explodiert ihr. Hallo, Dummy. Reads the Wiki. Er liest das Wiki, okay. This one may be one of the more complicated ones, okay. There's a few steps needed to take and relate to beverages. Ja, okay. A certain machine and a manhole are required. Aber ich kann das nicht mehr machen. Ich kann das nicht mehr machen. Get every ending. Ja, ich kann... Oh, das letzte Ending, das kriege ich nicht mehr. Gib mir noch ein paar Sodas, bitte. Ich habe mein Spiel kaputt gemacht, indem ich alle Sodas gekauft habe. Warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an? Dann war es das wohl. Oh, hübsches Bild. Es gibt einfach nicht mehr die Möglichkeit, genug Sodas zu kaufen, um die da runter zu kippen. Es gibt insgesamt 8 Sodas in diesem Spiel. Und das war's. Und er braucht 10. Wir holen uns jetzt die Orange. So, hallo Orange, wie geht's dir? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Why did you pick it up again? Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Bruder, aber schön, dass du weißt, dass ich es schon mal gemacht habe. Na gut, Leute, dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr wisst, wie ich es hinkriegen kann, dass ich noch genug Sodas zusammenbekomme, um sie da runter zu kippen, dann sagt es mir unbedingt Bescheid. Ich möchte eigentlich noch dieses Ending haben. Aber ja, scheinbar, ja, ich finde keine Möglichkeit. Wenn ihr noch irgendwas wisst, im Zweifelsfall muss ich das mit einem neuen Account machen, ne? Wie auch immer, wenn ihr weitere Videos dazu sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Joint meinem Discord-Server, wenn ihr mal mit mir reden wollt. Das war's und ciao!